glaube, für uns ist es schwierig gewesen, mal nicht die ganze Vorbereitung dabei zu sein. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und der Prozess läuft und freut uns gross auf den Start. Ich glaube, die Ziele haben wir uns alle vorgesetzt. Wir wissen, was wir wollen und das ist sicher mal wichtig. Was wir sicher halt noch ein bisschen daran arbeiten können, ist Kommunikation. Uns noch ein bisschen besser kennen und von dem her arbeiten wir daran. Ja, durch das, dass wir uns riesig freuen, sind wir sicher motiviert, nehmen den Kampf an, den es braucht und sind uns sicher, dass wir den ersten Sieg holen. Genau, also wir haben jetzt schon ein paar Wochen Vorbereitung gehabt. Wir haben auch ein gutes, intensives Trainingslager gehabt und freuen uns jetzt natürlich mega auf den Samstag, auf den Saisonstart. Und auch mit allen personellen Änderungen sind super herzlich aufgenommen worden, auch ich, und wir freuen uns alle riesig auf den Samstag. Genau, ich war von ARA ausgelehnt, ich weiss, was das Team drauf hat, wie ich mit ihnen letztes Jahr zusammengespielt habe. Sie sind sicher kämpferisch, eine sehr starke Mannschaft. Wir müssen einfach von Anfang an bereit sein, diese Kämpfe annehmen und dann bleiben die drei Punkte auch in Zürich. Ja, sicher die Woche und im Trainingslager haben wir uns nochmal auf Aarau vorbereitet. Wie schon gesagt, Aarau ist kämpferisch, sehr stark. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir in die zwei Kämpfe reingehen und dass wir vielleicht spielerisch selber die Lösungen finden.